Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig, das ist auch die Zeit der Rauhnächte. 12 zusammenhängende Rauhnächte, in denen gehen die bösen Geister um. In früheren Zeiten, als es mit dem Licht noch nicht so war, dass man einfach auf den Knopf gedrückt hat und dann ist hell geworden, haben die Leute natürlich Angst gehabt vor der Dunkelheit. Und man hat gerade die Zeit, in der es tatsächlich am finstersten war, in der es am Nachmittag schon dunkel geworden ist und in der Früh erst spät hell geworden ist, da hat man sehr viel Angst gehabt, denn im Finstern, man sieht nichts, man weiß nicht, wer noch unterwegs ist. Und man war davon überzeugt, dass die Nacht den Dämonen gehört, den bösen Geistern. Und gerade in den 12 Rauhnächten zwischen Weihnachten und Dreikönig, da sind die Perchten, die bösen Geister, umgezogen, war man überzeugt davon. Da haben sie ihr Unwesen getrieben. Am 13. Dezember ist der Tag der heiligen Lucia, eine ganz bekannte Heilige. Ihren Ursprung hat die Lucia auf Sizilien gehabt. Es heißt, dass zur Zeit der Christenverfolgung hat sie ihre Mitchristen mit Essen versorgt, die sich aus Angst vor Verfolgung und Martyrium in den Höhlen versteckt haben. Und die Lucia, damit sie eben im Finstern den Weg findet, hat sich einen Lichterkranz auf den Kopf gesetzt und hat ihre Mitchristen eben vor dem Hungertod bewahrt. Sie selber ist trotzdem erwischt worden, gemartert worden, aber sie gilt als Inselheilige von Sizilien und das Bild der strahlenden Lichterkönigin Lucia, das hat sich durch ganz Italien weitergezogen, durch Frankreich, Spanien bis rauf in den hohen Norden. In Schweden verehrt man die heilige Lucia ebenso und dort ist es Brauch, dass am Morgen des Lucia-Tages, am 13. Dezember in der Früh, die älteste Tochter im Haus als erste aufsteht, sich ein weißes Gewand anzieht, sich ein Lichterkranz auf den Kopf setzt und dann ein Tablett herrichtet mit Platzl und Glühwein und dann der Reihe nach alle im Haus aufweckt, die Eltern, die Geschwister, die Großeltern, es gsinnt und jeder wird also mit dem Tablett mit Platzl und Glühwein begrüßt. Wer sich jetzt darauf freut, dass er heute am 13. Dezember Platzl zum Frühstück kriegt, den muss ich leider enttäuschen, denn wir in der Oberpfalz, wir haben nicht die strahlende Lichterkönigin abgekriegt, wir haben die Schirche Lutz. Lichtmess ist die längste Nacht, der Bauer wieder anders lacht, denn es wächst der Tag, solange wir's ihr euch jetzt gerade sagt. Und die Lutznacht beginnt eben mit dem Sonnenuntergang vom 12. Dezember und dann geht in der rauen, finsteren Oberpfalz die Schirche, die blutige Lutz um. Sie hat ein Melkgefäß dabei, wo man eigentlich die frische weiße Milch reinmelkt und eine Schüssel. Und sie hat den Spruch, ein Mölterl voll Blut, ein Schüssel voll Darm hol ich mir. Und was holt sich die Lucia? Die Schirche Lutz von der Oberpfalz, die ihren Lichterkranz schon lang verloren hat. Sie schaut, ob es vielleicht auf der Straße ein Kind findet. Irgendein Kind, das beim Betläuten, obwohl es ihm die Mutter eingeschärft hat, nicht rechtzeitig heimkommen ist. Und wehe, sie findet so ein Kind. Gut, ein Schüssel voll Darm, die hole ich mir. Dann schneid's mit ihren Sichelfingern dem Kind, dem Schratzen, einen Bauch auf, schlitzt ihn auf, nimmt die Darm raus in ihr Schüssel. Lasst als Blut aus der Rinne, in ihrer Mölter. Ja, und dann schleicht's der Fu. Ganz da, wo ich doch so gern mag. In die Region dabei, in die Region Hand. Aber wenn's beißt, sind die Tratten, die Grauslichen, beißt zu die alten Leid. Weißt du, was ich dann mit denen mache?